So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Diesmal hätte es sogar gepasst, dass ich es für Mittwoch aufnehme, aber der Sören hat ein Anliegen gehabt, deswegen kommt es erst am Freitag. Das ist der Sören, müsst ihr euch jetzt vorstellen, so habe ich den jetzt genannt. Der hat ein Anliegen und der steht wieder natürlich hinter uns, weil es ist ja bald Halloween, deswegen pack mal den hier hin. Oh Mensch, sieht aus wie eine Geburtstagskerze, aber wir wollen nicht spoilern. Wir wollen euch die Highlights der Woche präsentieren und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich habe nicht so viele Bilder erhalten, aber trotzdem lohnt sich diese Folge durch den Sören-Bonus. Grüße gehen raus. Ist schon wieder halb Maggis Gott, ein bisschen egal. Wir fangen an mit dem Video. Angefangen hat die Woche bei mir mit dem Kurfürst. Der ist Glücksfreund geworden. Den habe ich auch angeschrieben. Bisher noch keine Reaktion. Vielleicht ist er noch zu Kur. Ich suche Nick Krotzmer. Dann hat mir der Netghostin das Meisterball-Ticket gegeben. Das fand ich richtig cool. Obwohl ich bisher noch nie einen Meisterball benutzt habe. Also eigentlich ist es auch unnötig. Aber danke, Netghost. Du bist cool. So, ich töte dich als letztes sozusagen. Ninel, Glücksfreund geworden. Ist drauf Verlass. Sagst du, hallo Ninel, ist schon getauscht. Musst du gar nichts mehr machen. Wunderbar. Dann hat sich der Henry bedankt. Der hat aus dem Community Raid, den wir gemeinsam gemacht haben, auch mit Video, ein Shiny Samazenta rausgezogen. Das war cool. Ich muss sagen, mich hat es auch überrascht. Ich finde die Farbe eigentlich ganz fresh. Ich habe keinen Sakyan bekommen, ich habe aber im fünften Raid jetzt auch ein Samazenta Shiny bekommen. Und das Ding ist ja sowieso ein bisschen wuchtiger, brutaler und gerade in der Shiny-Farbe gefällt mir das auch sehr gut. Anime-Fan, Grüße gehen raus, Glücksfreund geworden, haben auch schon getauscht. Netghost, das war im Stream. Das war der Strawickel Community Day. Wir haben am Ende am Strawickel Community Day ein Raid gemacht. Ein Sakyan Raid vor Ort 15.05 Uhr. Da habe ich dann Leute eingeladen und aus dem Raid heraus ist Netghost lucky geworden. Das seht ihr auch meine Schnauze. Da sah ich total glücklich aus. Ach, war das eine schöne Zeit. Kohlemann, 200er Hoplo, 439, 345. Müssen also beide wild gewesen sein. Ich habe keins, er hat eins. Und was ist das? Gegen Du Pendant zum Hoplo, natürlich Flemli, aber auch bei Kohlemann beim normalen Tausch Neurubin Brandenburg 100er Flemli mitgenommen. Das ist wenigstens cool. Das kannst du ja zu Logok und Mega Logok machen, nicht wie Hoplo zu Hoplo Mann und dann ist das halt nix. Aber das andere ist auf jeden Fall, Kohlemann ist dann auch Glücksfreund geworden. Ich habe den dann reich belohnt, weil er so viele brennende Samyang-Wesen gefangen hat. In 100% sind wir dann auch endlich glücklich geworden. Dragonite, da wird es wieder kompliziert, mit dem sich zu einigen. Der will immer alles, was ich nicht habe und was auch sonst kein anderer hat und was gefühlt auch einfach niemand haben kann. Das ist Dragonite, meine Damen und Herren. Grüße gehen raus, Kuss auf die Augen, genau. So. Dann Henry Niki, Dankeschön für das Raid Day Ticket. Das hier werdet ihr am Freitag sehen, das nehme ich jetzt am Mittwoch auf. Und am Samstag ist der Mega Flunkiefer Raid Day. Pupsi und Jonas werden nicht am Start sein. Die sind momentan gerade noch im Krankenhaus, während ich das aufnehme. Jonas hat seine OP gehabt. Ich muss mal gucken, ob die mich zu Hause brauchen oder ob die eh sich ausruhen und ich vielleicht auf eigene Faust versuche, alleine den Raid Day im Stream durchzuziehen. Unterwegs, obwohl ich ja gestört bin, mich unwohl fühle, wenn ich alleine unterwegs bin draußen. Ich brauche immer einen Betreuer an der Seite. Wenn da jetzt Jonas nicht dabei ist, da fällt der Betreuer weg. Mal gucken, ob wir das machen oder ob wir es anders machen oder ob wir gar nichts machen. Aber eigentlich muss ich ja was machen. Henry hat das Ticket gegiftet und ihr freut euch ja meistens, wenn wir einen Raid Day Stream machen, wo wir zusammen rumlaufen und Raids machen. Also eigentlich muss ja sein. Ist auch was, worauf ich mich immer freue. Aber ohne Begleitung weiß ich nicht. Dann, mein Onkel hat bald Geburtstag, beziehungsweise ist ja auch bald Weihnachten und er ist riesiger Hulk Hogan Fan. Habe ich jetzt eine Anzeige gesehen, da wurde mir dieser Pullover vorgeschlagen von den Mega Powers. Macho Man und Hulk Hogan, die Mega Powers. Den finde ich zum Beispiel, sieht alleine schon aus wie ein Kleidungsstück vom Hulk Hogan, die Hulkamania. Dieses Gelb und dieses Rote, das sieht freundlich aus, das ist präsent. Die Aufteilung, das an den Armen Mega Powers steht, auf dem Bauch Mega Powers steht, dass oben die Namen stehen, als wären das Unterschriften. Also den finde ich irgendwie richtig schön und von der Aufteilung her richtig gut. Aber das passt nicht zu meinem Onkel, deswegen habe ich ihm jetzt diesen hier bestellt. Der sieht nicht so schön aus und das ist gut, weil Weihnachtspullover sind ja eh immer hässlich. Der sieht aber auch eher aus wie ein Weihnachtspullover, da sind ja auch Tannenbäume drauf.
dann ist der eher ein bisschen dunkler, weil das Rot sehr präsent ist, statt das Gelb. Und dann ist da, sind die da richtig drauf. So. Also hier, das sind ja eher Comicfiguren, wie man sieht. Das hat mir nicht so gefallen, aber der Rest vom Pullover, die Aufmachung und hier, das sind ja reale Bilder. Ich hoffe, das sieht auch so aus, wenn es ankommt. Der Macho Man Unterhalter, guck mal, wie er guckt. Die Schnude, also so kennt man ihn. Deswegen, das ist für meinen Onkel, das wäre eher was für mich. Aber ich habe genügend Pullover und vor allem Weihnachtsscheiß. Deswegen habe ich mir den natürlich nicht bestellt. Wen findet ihr denn besser? Comic oder real? Schreibt es mal in die Supermarktketten, schreibt es mal in die Kommentare. Dann ab ins Tierheim. Hat mir geschickt, Alter 07 und Schillern. Was hat er so bekommen in letzter Zeit? Nidoran, Samasende, Absol, Strawickel ein paar. Ab ins Tierheim an 100%igen in der letzten Woche. Strawickel 300er, Absol 100er, Frospino 100er, WP 17. Das ist cool, wild, so klein. Dann ab ins Bierzelt, anderer. Da hat er ein Shiny Vesprit und auch 100% Frospino, Strawickel und Absol. Hä? Das ist das gleiche wie hier, nur dass hier noch ein Strawickel mehr ist. Sag mal, habt ihr euch da abgesprochen? Dein Tierheim und dein Bierzelt. Dann Ibenburg Sheriff. 100er Frospino. Absol. Matrifol. Ich glaube an nichts mehr. 100er Absol habe ich nicht. Bräuchte ich, wenn, dann eigentlich erlöst. Aber das gibt's noch gar nicht, glaube ich. Weil ich versuche, alle Megas immer als Erlöste zu kriegen. Und ansonsten Shiny ist ja auch Absol, Strawickel, fein lecker Bier. Auch hier dieselben 100er, dieselben Shinies, auch Samasenda dabei. Und die Strawickel natürlich, alles dabei. Koselinchen, Grüße gehen raus. Wieder schöne Grafik mit Rändern und so. Wir haben hier Shiny Abra, Shiny Mengi, Shiny Shinux ist dabei. Dann haben wir iScorpions, Solo Raid, ohne Vorbereitung, einfach reingegangen. Einfach mal gemacht, wie bei ISWO, ne? Einfach immer machen und einfach irgendwann, also was anderes. 22 Sekunden Restzeit mit einem normalen Garados, was Hydro-Bumbe hat. Das sieht man auch ganz gut an den eingesetzten Pokémon, die mir einfach vorgeschlagen wurden. Das sehe ich dran, alles was tot ist, oder wie? Jetzt ist hier, Mewtwo ist zweimal tot, Mega Garados ist plötzlich mega tot. Da ist Groudon tot, da ist Kyogre tot, da ist Latios tot. Nochmal Garados tot, Simsala tot, Psyana tot, Mewtwo tot. Wie viele Pokémon hast du denn gebraucht, um das Ding? Das geht doch. Hä, die sind doch schon vorher tot gewesen und du hast einfach die Leichen mitgenommen und hast ihn trotzdem besiegt. Das ist auf jeden Fall cool. Eiskorb Jens noch frisches Shiny aus dem Ei. Pantimimi mitgenommen. Plus Tarnel, Krypto, Shiny. Shinaya, was Neues für die Sammlung aus Hermsdorf, Thüringen. Ein Hermsdorfer Aquan. Sie versucht ja in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Land, in jedem Supermarkt einen Aquaner mitzunehmen. Oder halt Evoli und dann entwickeln und Glück haben. Dann ihre Ausbeute, 7 Shiny Matri Strawickel. Ein Nuller, Gera, Walmer. Man sieht, wenn sie mit Lennart unterwegs ist, Lennart am Sea Day hat immer so 50 Shinies. Shinaya hat dann immer so 30 Shinies. Wenn sie aber bei Thomas in Gera ist, da hat Lennart gar keine Shinies, weil ohne Shinaya spielt der Lennart wohl nicht. Und mit Thomas an der Seite schafft Shinaya gerade mal auf 7 Shinies. Wo würdet ihr also eher spielen? Beim Lennart in Hagen oder beim Thomas in Gera? Ich glaube, zum Thomas geht man nur, wenn man mal beim Kriegen ein Schnäppes trinken will oder wenn man ein bisschen auf den Bauch trommeln möchte. Aber zur Shiny-Jagd, da ist jetzt weniger Saft drin, sagen wir mal. Dann gibt es auch nur schlechte Pokémon ohne IV, wie man sieht, in Gera. Dann, wenn mal ein Arktos auftaucht in Gera, es war wahrscheinlich gar nicht mehr in Gera, es war wahrscheinlich dann schon wieder da hier oder so, auf jeden Fall. Arktos, oh mein Gott, jetzt aus dem Abenteuer rauch, kann ja shiny sein, aber ist leider geflohen, aber war ja auch nicht shiny, sonst wäre es nämlich nicht geflohen. Vom selben Rauch Galazapdos, aber natürlich auch geflohen, also alles gut. Ich habe bisher jeden Tag jetzt den Abenteuerrauch mal gemacht auf dem Habanero-Account. Ich habe bisher noch keinen einzigen Vogel gesehen. Sie hat gleich 2 in einem Rauch, beide geflohen. Schocker der Woche. Missgeschick des Jahrhunderts, genau. Die Strafe der Woche, weil sie in Gera gespielt hat. Dann haben wir noch derselbe Rauch, diesmal aber drin geblieben. Reislaus in Rot. Bei Raids für Zuschauer bekommen, danke, sagt Kaiser Kai. Aber irgendwie war das gar nicht der ganze Text. Und beim zweiten Bild ist plötzlich noch mehr Text. Danke. Ist zwar nicht so gut, aber werde ich trotzdem nicht wegtauschen, weil habe ich eben auf dem vom Urlaub zurück nach Hause gefangen und ist eben ein schönes Anding. Das ist schön. Das ist super.
Der ist leider aus Saragossa, weil der Raid-Feed ging nicht mehr. Ich musste dann irgendwo hin und dann habe ich am Wochenende von aus Raids für Zuschauer und überall. Wir waren auch in Gera. In Gera waren wir, glaube ich, nicht. So, 17 Strawickel am C-Day bei Tiso. Danke dafür. Aber den fand ich an dem Tag besser. Verständlich. Das Liederwürstchen, Samacenta, eingetütet. Alexander Ahringer, endlich Shiny Samacenta in Pokémon Go. Ist sogar ein 863, ein 93er. Endlich meine Shiny-Ausbeute von Strawickel Community Day. Sogar der hat 11. Warum? Weil er nicht in Gera gespielt hat. McMaggie zeigt uns hier den Sakyan. Aus Gera? Also Gera ist nur was für Männer. Wie, Alexander ist Rauchmann. Da ging es aber nicht um Raids. Da ging es um C-Day. Das ist was anderes. Aber bei Shania ging es doch um C-Day. Ach Leute, jetzt konzentriert euch doch mal auf dieses Pantimimi in Shiny bei McMackie aus Niedersachsen so drum. Denn das ist der geile Scheiß, nicht aus Gera. Dann hier nochmal 100er Absol. Immer noch McMackie. Benjamin, 100er bekommen. Und zwei Shinies. Hinterher. Das ist auch cool. Das nimmt man mit. Dann wieder seine Solo- oder Duo-Raids. Einer der leichtesten 4-Sterne-C-Day-Raid-Bosse. Also 4, Stufe 4 Bosse. Boss hatte Käferbiss, Käfer gebrummt. Fullicon, 52 Sekunden Restzeit. Macht da immer, guckt da immer, mach ich nicht. So, dann haben wir Samacenta mit Standpauke Eisenschädel im Duo geschafft. 104 Sekunden Restzeit. Metallklaue Mondgewalt, Samacenta im Duo geschafft. 95 Sekunden Restzeit. Metallklaue Knirscher im Duo geschafft. 102 Sekunden Restzeit. Die Attacken scheinen also gar nicht so groß, was auszumachen, weil die Zeit fast immer gleich ist. Finde ich gut. Cumulus. 100er Ammonitas. Shiny Sakyan. Shiny Tansa. Shinux. Dann nochmal Henry. Viel Spaß beim Raid Day am Samstag im Pokémon Go. Er zwingt mich. Da muss ich ja tun. Stream wird eh wieder verkacken und ich muss vor Ort neu machen, dann ist keiner da, aber was soll ich tun? So, Henry, so, Geschenk ist unterwegs, danke dafür. Dann Hannes. Hannes war der Einzige, der mir geschrieben hat und mich daran erinnert hat, dass am Freitag der Geburtstag vom Sören ist. Sören hat ja am Montag bei Chill mit Ramses die ganze Zeit gesagt, ey, und wir so, ey. Und dann habe ich gesagt an die Community, pass auf, schreibt mir bitte alle, egal wo, bei Facebook, Instagram, Telegram, sonst was hin und her, WhatsApp oder Campfire, dass der Sören am Freitag Geburtstag hat, damit ich, wenn ich rede, am Mittwoch und dann sehe ich das, ist eine Erinnerung. Es waren viele Leute da, aber nur einer hat mir geschrieben und das war der Hannes und das ist ein echter Freund, ja. Schämt euch, der Rest und danke Hannes. Sören am 11.10. Geburtstag, ja. Der Sören tut stören, die Räder Mittwoch, hu am Freitag. Das war meine Antwort. Und dann habe ich geguckt, Sören selber hat zum Beispiel ein 100%iges Legios aus dem Dynamax Raid gezogen. Sören war auch so dreist, also dieser dreist am Montag schon zu sagen, hey, wenn Raider Mittwoch am Freitag kommt, dann grüß mich mal und lass mich Geburtstag feiern. Dann aber noch zu schreiben, sollte der Raid am Mittwoch am Freitag rauskommen, dann mir für Freitag zum Geburtstag gratulieren. Okay, Chef, wird gemacht. Das müssen wir auch kurz machen, Moment. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sören. Happy Birthday to you. So, das ist das Freitagsständchen für Sören zum Geburtstag gewesen. Das kann man sich jetzt im Jamba Spar-Abo runterladen als Klingelton. Und eigentlich war es das mit den Highlights, aber jetzt vorhin plötzlich in der Geburtstagsgruppe hat der Stefan Landei gesagt, er hat beim Aufräumen gerade noch ein 100er Krypto-Taubsi gefunden. Das könnte eigentlich Schocker der Woche sein, aber weil ich eigentlich schon das alles fertig hatte mit Upscreen und ihn schon festgelegt habe und das nachträglich dann vorhin kurz vor der Sendung reingerutscht ist, habe ich das jetzt außer Acht gelassen, aber zur Vollständigkeit packe ich es hier mit rein. Köthen, Anhalt, Sachsen, 100% Krypto, Taubsi. Das waren die Highlights der Woche und jetzt kommt noch der Sören der Woche, der Schocker der Woche.
Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von, haltet euch fest, Andy Vorbeck. Letzter Fernrate Sagjan von mir, 4.10. Fernrate Sagjan 100%. Was haben wir da? 5.10. Das ging schneller als erwartet. 100% Samasenta Fernrate. Genial. Finde ich gut, weil wenn du dann nämlich eingibst, brauchte beide und in 24 Stunden beide bekommen. Die sind beide mit Alter 0 und 4 Sterne gekennzeichnet. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden wirklich in diesem Zeitfenster hat er gefühlt den letzten Sagjan-Raid gemacht, den es gibt. Wupp. Und dann einen der ersten Samasenta-Raids. Wupp. Und von beiden das 100er bekommen. Back to back, sag mal einfach mal. Das finde ich cool, sowas habe ich noch nicht so oft erlebt oder gesehen oder gehabt. Und deswegen, für mich ist das der Schocker der Woche. Einfach den letzten Sagjan mitgenommen, da das 100er gezogen. Endlich, oh mein Gott, wie lange wird es bei Samasenta dauern? Erster Raid, da ist es, fertig, zack, abgehakt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Sören, genau, euer Ramses und ciao.